Moin, Georgia. Digga, meine Backen sind hier unten. Was? Ja, ich trainiere mich doch nicht in den letzten 3 Monaten dumm und dämlich, damit mein einziger männlicher Mitbewohner mir in die Augen sieht, wenn er reinkommt. Nur fürs Protokoll, beschwerst du dich gerade, dass ich dir in die Augen und nicht auf den Hintern geschaut habe? Ja. Hey, was geht? Boah, Georgia, sag mal, dein Po-Training hat sich richtig ausgezahlt. Mega! Danke. Diese Fitnessbänder und dieser Hüftgurt von Kleinanzeigen, den ich gekauft habe? Junge, die haben sich so gelohnt. Mega, was sagst denn du dazu, Yannick? Yannick ist es nicht aufgefallen. Was? Wie kann dir das denn nicht auffallen? Sag mal, ist das hier ein Treuetest oder so? Wo ist die versteckte Kamera? Ja, Finger weg von meinem Basilikum! Was laberst du? Das ist nicht dein Basilikum. Ich bin doch mit dir zusammen und nicht mit ihr. Das wäre doch voll falsch, wenn ich ihr jetzt auf den Po gucken würde. Wieso? Ja, weil du dann doch bestimmt voll eifersüchtig wirst, oder nicht? Ja, kurz auf den Po gucken bedeutet doch nicht gleich, dass du mich heiraten musst. Warst du denn eifersüchtig, als ich George auf den Po geguckt habe? Ja, nein, aber es ist ja auch was ganz anderes, ob du ihr auf den Po guckst oder ob ich das mache. Wieso? Ja, weil es bei dir was Freundschaftliches ist und ich stehe auf Frauen. Bei mir wäre es halt übergriffig. Und was, wenn du das auch freundschaftlich machst? Ja, das wäre trotzdem irgendwie strange. Okay, also verstehe ich das richtig. Die Übergriffigkeit hängt alleine davon ab, was für Präferenzen die Person mit dem Po und die Person, die guckt, haben und ob die potenziell miteinander pimpern könnten? Genau. Okay, und wer sagt, dass Lizzie nicht auf Frauen steht? Ja, genau. Was wäre, wenn ich Bi wäre? Oder wäre das was ganz anderes, wenn sie jetzt einem Mann auf den Arsch geguckt hätte? Ja, dann auf jeden Fall, ja. Oh, Männer. Aber mal ehrlich, Yannick, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn du mal jemand anderem auf den Po guckst. So ein Blick passiert doch auch mal schnell. Ja, außerdem kommt es ja immer darauf an, wie du guckst. Hä? Meinst du so von wegen, oh, nicht schlecht. Oder? Oh, Baby, lass mal die Backen für Daddy beben. Ja, okay, reicht jetzt auch, ne? Ja, wird da jemand doch ein bisschen eifersüchtig? Nee, das war einfach nur unangenehm. Ja, das war ekelhaft. Aber du wolltest doch, dass ich gucke. Okay, aber erstens so nicht und auch schon gar nicht zu Demonstrationszwecken, okay? Kurz mal gucken, ja, es kann ein Kompliment sein, aber das, was du gerade gemacht hast, okay, das ist eine einstweilige Verfügung. Eben, Georgia trainiert für sich und nicht dafür, von irgendwelchen Leuten mit den Augen ausgezogen zu werden. Ja, aber versteht ihr denn, warum ich dann lieber nicht gucke, anstatt dass ich irgendwas falsch mache? Ich sag ja auch nur, dass ich es dir nicht verbieten würde. Yannick, wie findest du das so, wenn Lizzie immer so links und rechts guckt? Ja, ich find's jetzt nicht cool, aber es ist auch nicht schlimm. Ich meine, es ist ja nicht direkt Fremdkino oder so. Nur im Kopf und auch nur ganz kurz. Aber für sein Kopfkino kann man ja nichts. Besonders in bestimmten Tagen im Monat. Ja, ich meine, wichtig ist ja auch einfach nur, dass man das Kopfkino nicht auslebt, sondern es halt bei einem flüchtigen Blick oder einem Lächeln bleibt. Na, wobei ein Lächeln auch schon ziemlich flirty sein kann. Lasst mal ein Like da, wenn es jemand geschafft hat, euch nur mit einem Lächeln um den Finger zu wickeln. Fremd flirten ist ja trotzdem noch was anderes als fremdgehen. Aber führt das eine nicht zum anderen? Nee, nicht unbedingt. Fremd flirten ist für mich eher wie so ein kleiner Selbstbewusstseinsbooster. Ich meine, selbst wenn man in einer Beziehung ist, ist es ja vielleicht auch ab und zu ganz nett, seinen Marktwert zu checken. Sollte in einer glücklichen, gesunden Beziehung der eigene Marktwert eigentlich keine Rolle mehr spielen? Vielleicht. Und sollte dein Selbstbewusstsein nicht eigentlich unabhängig von der Bestätigung und der Reaktion von anderen existieren können? Sagt die Person, die sauer war, weil mein Freund ihr nicht auf den Po geguckt hat? Tuschi. Wo fängt denn für dich Fremdgehen an? Weiß nicht, beim Kuss vielleicht? Da erst? Nicht unbedingt. Und auch darüber kann man diskutieren. Was? Fremdgehen heißt nicht umsonst auch betrügen. Das hängt jetzt für mich nicht mit einer bestimmten Aktion zusammen, sondern eher, wenn Yannick mich jetzt zum Beispiel bewusst hintergehen würde und er weiß, dass er mich damit verletzt. Okay, das bedeutet, solange er dich vorwarnt, kann er machen, was er will und du musst mit allem fein. Nein, so jetzt auch nicht, aber ich würde seine Ehrlichkeit schon sehr schätzen. Und ich glaube, wenn man darüber redet, dann findet man einen bestimmten Weg, damit umzugehen. Du meinst, die Beziehung öffnen? Wenn nur einer von beiden die Beziehung öffnen will, dann ist das der Anfang vom Ende. Vertraut mir, da habe ich eine Freundin, die da auch Erfahrung mit gemacht hat. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass ich das will. Ich will nur sagen, dass es so viele andere Beziehungsmodelle gibt, als jetzt eine rein monogame Beziehung. Ja, und ich meine, bevor man eine Beziehung wegschmeißt, kann man ja schauen, ob es vielleicht Freiheiten gibt, die für beide Seiten in Ordnung sind. Und Georgia, du hast natürlich auch recht. Es kann ein Risiko sein. Ich glaube, Risiko ist da das falsche Wort. Ich glaube, im Endeffekt sollte einfach jeder das tun und lassen, womit er sich wohlfühlt. Vor allem unabhängig von der Bewertung von anderen. Genau. Also, ich fühle mich nicht wohl damit, wenn du andere küsst. Verstehe ich. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur weil meine Einstellung da ein bisschen lockerer ist, muss das nicht heißen, dass du die auch hast oder meine Grenzen da irgendwo ausreizen musst. Okay, jetzt raucht mir der Kopf von dem Thema. Mir auch. Ja, lass uns das Thema wechseln. Weil eine letzte Frage hätte ich noch. Stehst du wirklich auf Frauen? Oh mein Gott. Wenn ihr sehen möchtet, wie Yannick und ich das geklärt haben, was das hier zwischen uns ist, dann schaut mal in dem Video vorbei und ich mache jetzt einen dramatischen Abgang, damit er komplett verwirrt ist. Hey, sag mal, meine Augen sind hier oben.